Hey, yo, Freunde, euer Mr. Do It mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Und wenn das so weitergeht, sogar noch mit einem kleinen Muskelkater vielleicht. Das könnte gut sein. Heute geht es nun weiter, Freunde, mit unserer Hebebühne. Und wie ihr gerade ja schon gesehen habt, habe ich die Löcher gebohrt für die andere Seite. Also die Seite ist komplett schon fertig. Da sieht man noch die Schrauben, die auch schon angezogen sind. Auf der Seite, muss es mal los. Ich habe hier mit dem Hammer, ihr habt ja gesehen, das locker Vierfache von dem, was ich hatte, habe ich mir geliehen, habe ich die scheiß Dinger reingekloppt, diese Anker. Und vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, Freunde. Ihr seid die Gönner überhaupt. Und nochmal hier so kurz nebenbei, ich habe wirklich die Hebebühne bezahlt. Also so ist es jetzt nicht, ja. Ich habe zwar einen kleinen Rabatt bekommen, aber bezahlt habe ich sie wirklich. Da hatte nämlich einer geschrieben, der war fest von überzeugt oder wollte wetten sogar, dass die Hebebühne gesponsert wurde. Nein, die wurde nicht gesponsert. Gut. Jetzt geht es darum, die Schrauben stecken zwar schon schön tief im Boden, aber die müssen noch angezogen werden und zwar mit 120 Newton. So, eingestellt. Und zwei habe ich schon angezogen, die anderen drei machen wir zusammen, damit ihr mal seht, was das für eine Kraft auch ist, die ich hier aufwenden muss. Und meine Mama ist im Hintergrund im Bild. Und wisst ihr, was meine Mama macht? Ich muss euch mal das zeigen. Ich zeige den Leuten jetzt mal, was du da machst. Meine Mama macht, wie nennt man das? Kartoffeln-Ding, ne? Also meine Mama macht hier Tee und meine Mama hat da Kartoffeln in Alufolie eingewickelt. Dann wollen wir uns gleich mal ein bisschen wieder stärken mit Kohlenhydraten. Und in der Zeit ballern wir mal die Schrauben da fest. Gut. Oh Gott, 120 Newton. Klingt nicht viel, aber die Arbeitsposition ist so bescheiden. Aber was nicht zu tun. Jetzt muss vorangehen. So, pack euch mal hier vorne hin. Da ist das Corpus Delictus. So, mal gucken. Ich würde sagen, so, ja, so ziehe ich die an. Perfekt. Also ich muss echt sagen, tut wieder gut, ein bisschen meine Muskeln zu spüren. Gut, wann hat man denn mal diese fetten Schrauben irgendwo, ne? Ja, jetzt muss er kommen gleich. Wow, immer noch nicht. Jetzt aber. Jetzt gleich aber. Ja, meine Fresse. Da ist er. Ich habe auf der anderen Seite einfach mal so mal bin ich gegengerannt und null. Null Bewegung, gar nichts. Das ist so massiv, aber so muss es ja auch sein. Unser Leben hängt von diesen Schrauben ab. Ne? Nur um das nochmal zu verdeutlichen. Gut, ich ziehe die eben an. Bis gleich, Freunde. Ich bin wieder am Start und diesmal mit einem fetten Smiley, weil ich habe aufgeräumt. Zwei fette blaue Säcke sind nun entstanden. Voll mit Schutt und Dreck und keine Ahnung was. Und habe auch schon mal ein bisschen Hand angelegt. Jetzt geht es um den Zusammenbau. Ne? Wir sind ja mit den Bohrarbeiten und alles fertig. Die ganze Bühne ist jetzt richtig. Ich laufe jetzt mal hier. Da ist nichts mehr mit bewegen, Freunde. Gut, jetzt geht es darum. Wir haben Sicherheitsrasten, die sollten wir als erstes, die werden wir nämlich auch brauchen als erstes. Sicherheitsrasten sind wie folgt hier aufgebaut. Kann man hier sehen. Ich habe auf der Seite hier schon mal, wo die nicht die Elektrik hängt, das Ganze eingebaut. Also wir haben zwei Stück, einmal da oben und einmal hier unten. Und dahinter verbirgt sich noch ein Magnetschalter. Und das ist nämlich hier dieser automatisierte. Das macht diesen Preisunterschied auch zwischen nicht automatisiert und automatisiert. Jetzt sieht man hier, guckt so ein Knubbel raus hier, ja, da oben auch. Und zwar dient das dazu, ich werde jetzt mal dran ziehen. Okay, da lässt sich was ziehen. Jetzt gucken wir mal von drüben. Machen wir es mal hier, da kann man es besser erkennen. Also ihr seht, da tut sich was. Und zwar, wenn der Magnet Strom kriegt, dann wird das hier zurückgefahren. Sorgt dafür, dass der ganze Schlitten, der ganze Apparat, ja ohne Hindernis runterfahren kann. Wenn man das nämlich nicht hat, diese Magnetschalter, muss man immer diese Seile ziehen. Guckt mal bei Twinbush auf der Seite, da gibt es diese Modelle. Was benötigen wir dafür? Einmal die Magnetschalter. Wir haben zwei Stück für die linke Seite, wie gesagt, links, rechts zwei Stück jeweils. Dann haben wir die Sicherheitsrasten. Und hier gibt es noch eine Besonderheit, da sind so kleine Adapter dabei. Was genau hat das auf sich? Und zwar ist es so, die Sicherheitsrasten liegen auf einer Kante auf, die extra angeschweißt wurde dafür. Und damit diese Lippe hier von der Kante nicht runterfällt, ich zeige euch das mal hier, ist eigentlich eine recht simple Technik. Seht ihr das? Die liegt auf der Kante auf. So.
Und wenn ich jetzt hier dieses Stück nicht hätte, könnte es vielleicht passieren, dass wenn das Ding einfährt, dass der dann rausrutscht, ja, dass der hier rund rauskommt. Und deswegen haben die dieses kleine Bauteil dazwischen, was dafür sorgt, das wird von der anderen Seite festgeschraubt. Und wie man sieht, die Lippe überdeckt die andere Kante und wird festgeschraubt und sorgt dafür, dass der nicht runterrutschen kann, ja. Ich stelle die Kamera da vorne hin, wir bauen das Ding mal dran, ruckzuck. Gut, wir legen jetzt hier mal los. Und als allererstes zu beachten, es gibt extra ein Tütchen, da steht drauf, for electromagnets and their cover. Ja, also da ist auch ein Cover, was nachher diese Magneten und das Kabel, was hier durchgeführt wird, abdeckt. Und ja, die Tütchen sind so beschriftet, zwar auf Englisch, aber beschriftet. Gut, jetzt haben wir den Magnetschalter und jetzt sieht man auch, der Magnetschalter hat auf der einen Seite so eine Lippe, wo das eingehangen wird, ja. So, wir nehmen das jetzt so, dass wir das Kabel natürlich hier nach rechts hinwegführen können. Das heißt, wir nehmen das Loch, was direkt auch so passt, damit das Kabel hier nach rechts, also nicht dann hier so drehen, das könnte von innen ein bisschen knapp werden, also schon Richtung Loch drehen und dann mit den beigepackten Schrauben. Wir brauchen übrigens für diese Montagen hier außen überwiegend nur einen Kreuzschraubendreher und schrauben das Ganze hier mal fest. So, ziehe die Schrauben an, damit sich da keine verkantet vorab schon mal. So, wunderbar, die letzte hier noch. Zup. So, wie man jetzt sieht, fest, Magnetschalter soweit in Funktion. Die Verkabelung führen wir hier durch das Loch und hier hinten ist fast schon alles erledigt. Ein Loch verbirgt sich noch hier drunter und da kommt die Verschraubung rein, die für unsere Platte auf der gegenüberliegenden Seite ist, ja, diese Rastplatte. So, mal der Blick von der anderen Seite. Hier unten ist das Loch, wovon ich spüre, seht ihr, wurde immer mein Finger drüber gewandert. Hier sehen wir auf jeden Fall, da kommt die Schraube rein, die für diese kleine Brücke ist, die dafür sorgt, dass der von der Lippe da nicht runterspringt. So, ich hoffe, das nervt euch nicht, das Video, aber ich dachte mir, ich gehe mal ein bisschen ins Detail. Twinbush selber hat die Videos nicht so detailliert gemacht. So, man hängt das Ganze hier ein, drückt, zieht das nach oben, legt es auf der Kante ab. Ja, man kann es so ablegen, passt auch. Jetzt habe ich dieses Teil mit der flachen Seite nach außen. Und von der anderen Seite stecken wir die Schraube durch. So. Na, da ist das Gewinde. Und jetzt habe ich hier auch ein Gewinde drin. Und die Schraube kann ich dann schön in das Gewinde drehen. Und somit ist die Sache auch schon fast erledigt. Von der anderen Seite kann ich mit einem Kreuz die Schraube dann soweit drehen. Halt hier kurz entgegen. Na komm. So, jetzt kann er sich schon nicht mehr bewegen. So, jetzt sieht man schön. So, ich ziehe mal Schraube fest. Zack, festgezogen. Und jetzt kann diese Rastplatte nicht mehr sich bewegen, beziehungsweise nicht mehr rausfallen. Ja? Darum geht es ja hier, dass sie nicht hier rausfällt. Dann können wir das Ding nämlich sowieso vergessen. Gut, ich mache das Gleiche hier oben. Auf der anderen Seite ist das Gleiche. Und melde mich gleich wieder. Nachdem wir die Sicherungsrasten natürlich eingebaut haben, können wir natürlich auch den Arm so weit bewegen, bis es einrastet und wir hier unten an den Kabelführungen arbeiten können, um natürlich die Verbindung von der einen Säule zu der anderen herzustellen. Dazu können wir das ganze Ding einmal heben und warten, bis es einrastet. Und immer schön aus den Knien heben, ne Leute? Und somit haben wir freien Zugang auf unsere Umlenkrollen, die natürlich dafür sorgen, dass die Seile hin und her gleichmäßig geführt werden. Und die Hydraulikleitung müssen wir auch noch anschließen. Das machen wir jetzt. Yeah. So Freunde, jetzt sind wir soweit, dass wir die Seile verlegen können und das Ganze auch dementsprechend in die Endposition bringen, wo die Seile nachher dann auch geführt werden. Die hier so schön noch glänzen und mit fetten 24er Muttern befestigt sind, beziehungsweise gekontert werden später. Aber zwischendurch noch eine Sache,
diesen Überfahrschutz, ja, man könnte den auf jeder Seite mit zwei Schrauben im Boden befestigen. Möchte ich an dieser Stelle nicht. Bei mir natürlich auch der Fall, dass ich später das Ganze noch ein bisschen ausgleichen möchte, also sprich ein bisschen Beton darunter kippen möchte, aber das mache ich in den warmen Tagen, weil wenn ich jetzt Beton dahin kippe, das dauert ewig, bis das trocknet. Und so stört es ja auch nicht. Ne? Man hört ja auch, wenn man jetzt mit dem Auto drüber fährt, kein Gerassel oder so. Deswegen kann man es auch weglassen. Also das ist euch überlassen, ob ihr es dran lässt oder nicht. Ich persönlich lasse es weg, um auch später mal Reinigung durchzuführen. Ja, weil darunter wird sich natürlich auch viel, viel Dreck sammeln und dementsprechend auch hier, ja, wenn man dann immer drüber fährt, wird wahrscheinlich immer Dreck rausgeblasen oder rausgeschubst und dadurch dann hat man immer irgendwie Dreck an diesen Stellen, ja? Gut, jetzt nehme ich das Teil hier weg und wir fangen hier auf der Seite an, die Kabel zu führen. Ist eigentlich relativ simpel, machen wir zusammen, also let's go. Zu zweit geht die Arbeit natürlich besser. Ja, ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie zeige ich es euch am schönsten. Also, wir haben ja da oben eine Umlenkrolle, da muss ich auch eine Leiter gleich holen, um das Seil einzuhängen. So, jetzt ganz simpel, das Stück mit den zwei Muttern, das muss auf die gegenüberliegenden Seite, sprich, auf der Seite ist es jetzt schon unten, also unten guckt es schon raus, auf der anderen Seite nicht so, beste. Also, wir haben jetzt das Seil, das ist das von der zweiten Seite. Das geht hier lang und ist noch da oben. Das ist natürlich jetzt falsch, weil das Seil muss nach unten geführt werden und das Stück dort muss da unten rauskommen. Weil es immer, ihr müsst immer spiegelverkehrt denken. Das eine muss bei dem einen rein und das andere bei dem anderen rein. Dementsprechend würde ich sagen, ziehe ich es erstmal hier raus. Stell ich mal kurz hin. Also so ganz simpel, ganz einfach. Perfekt. Liegt auch schon auf der richtigen Seite. Wunderbar. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, die Seile bzw. die Rollen, die müssen natürlich gegenüberliegend liegen. Ne? Also sprich, wenn ich hier die Rolle links, rechts benutze, muss ich auf der Seite auch natürlich die Rolle rechts benutzen, damit die aneinander entlang laufen und nicht auf einer Rolle ablegen. Ja? So, jetzt haben wir gesehen, dass ich das Seil gerade unten rausgeholt habe. Und wie gesagt, orientiert euch an diesem Ende, das ist das Ende, was immer zu der gegenüberliegenden Säule muss. Und dann macht man auch nichts falsch. Gut, jetzt haben wir natürlich hier das Seil. Hier ist ein Punkt, wo natürlich das eine arretiert. Und dort drüben ist ein Loch, wo das gegenüberliegende Seil dann eingeführt wird. Und jetzt müssen wir das Seil so weit hochziehen, dass wir oben auf die Umlenkrolle kommen. Ja? Ich hole meine Leiter. So, hoch hinaus heute. Können nur nach unten gehen und das ganze Ding drüben verankern. So, bevor ich das Stahlseil darüber ziehe, mache ich es hier auch schon mal auf die Umlenkrolle drauf. Dann brauche ich gar nicht mehr hoch und die Leiter kann zur Seite. Wenn ihr die Rolle dort dreht, werdet ihr sehen, dass da eine Aussparung ist, wo ihr das Seil einführen könnt. Ja? Also dreht mal an der runden Umlenkrolle. Ihr werdet sehen, da ist eine flache Seite, wo ihr das Kabel drüber stülpen könnt. Und dann passt das auch. Ist auch gut, weil dann könnt ihr die Leiter wirklich wegstellen. Das Ding wird nicht mehr runterkommen. So, wie man jetzt sehen kann, alles schön im Blick. Jetzt ziehe ich auf der Seite das Seil stramm und auf der Seite. Und wir führen das in die jeweils entgegengesetzte Seite von unten nach oben ein. Jo. Wunderbar, jetzt können wir das Seil auf jeder Seite bzw. die Schrauben, die dort an den Enden sind, einführen und oben mit den Muttern die beiden Schrauben befestigen. So, das gegenüberliegende Seil, Stahlseil, was ankommt,
können wir nun, achtet immer darauf, dass das alles auch in Waage ist mit dem Seil, das muss richtig schön bündig sein, können wir nun nehmen und auch hier wieder die Devise, schaut, da ist eine flache Seite, schön nach unten drehen, das Stahlseil einführen und nun dieses Ende da oben ins Loch einführen. Also da ist das Loch und hier in meiner Hand, ich darf natürlich nicht loslassen, ist die Schraube, beziehungsweise das Gewinde, die Gewindestange. Oh, boah, das ist schon tricky, Freunde, das ist schon... So, jetzt muss ich das hier, man kann zum Beispiel zum Glück diesen, die Kette hier ein bisschen zur Seite drücken. So, einführen, komm, boah, hier voller Einsatz, ey. So, Mutter drauf schnell. Oh nein, ich habe die Mutter in der anderen Tasche. So, jawohl. So, Mutter in die Hand, die Mutter. So, draufschrauben und das Leben genießen, weil jetzt kann sie nicht mehr raus. So, und jetzt ist der Kollege drin und jetzt ist auch, überzeugen wir uns natürlich auch die Rollen schön. Dazu nehme ich euch mal in die Hand. So, also da, das wäre natürlich optimal, wenn man das zu zweit macht, weil das ziemlich weit runter geht und sich der die Gewindestange vielleicht verhakt oder so, oder mit einem Magnetstab, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ob der so schwere Sachen heben kann, bezweifle ich jetzt gerade. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall das Kabel, ne? Also das Seil wird hier, geht an der Umlenkrolle entlang, geht da drüben rein und ist jetzt hier über die Rolle da oben, sieht man, hiermit verankert, ja? Also da ist ja das Gegenstück davon. So, und zwar, wenn wir jetzt hier diese Schraube, da ist ja auch eine, das werden wir bis zum Anschlag reinschrauben. Das habe ich auf der anderen Seite schon gemacht. Und hier noch nicht. Das machen wir eben zusammen. Und zwar nehmen wir hier das Seil noch mal ein bisschen. Also das auf der Seite jetzt, wo wir noch nicht die Stange eingehangen haben. So, müssen wir ein bisschen so rüber. Stativ, besser. So, und zwar haben wir hier auf der Seite, wie gesagt, das Ganze noch locker. Nehmen uns das Teil. Ach, ich will mal gucken. Ja, am besten bis nach unten, anders wird's nichts. Anders wird's wirklich nichts. Oh, wir packen das Ganze nach unten. Ja, da ist er schon. Und den hier, der ist noch nicht gekontert oder so, den schrauben wir bis zum Anschlag rein. So, und kontern dann, ja. Wie gesagt, 24er Größe. So, dann würde ich sagen, das reicht. Ziehen das Seil jetzt wieder drüben hoch. So, am besten über die Umlenkrolle. So. Ist das hier. Da vorne ist er jetzt. So, jetzt ist das ganze Ding gespannt. Und wir haben drüben die Stange zum Einstellen. Und sind hier erstmal fertig und hängen jetzt die Stange drüben genauso wie hier rein. In ihre Laufbahn gebracht habe. Ja, geht es nun weiter? Ich will die Hydraulikleitung, die ja hier lang geht, dieses lange, klumpige Ding, ja, werde ich jetzt da oben dran schon montieren, dann ist es auch auf dem Weg. Das wird da oben dran montiert. Wir haben hier so eine Gewindeschutzkappe und eine Mutter, die wir von der anderen Seite natürlich festschrauben. Diese Leitung kommt nachher an unser Hydrauliköl-Gefäß und ja, eigentlich ganz simpel. Dort oben befindet sich genau passend unter diesem Gummi ein Löchlein. Ich brauche die dann gleich nur noch festziehen und dann ist die Sache locker. Ja, ich schraube jetzt von der anderen Seite die Mutter drauf und das war's. Thank you.
So, das müsst ihr auch nicht so ultra festballern. Das ist nämlich nicht zum Abdichten. Die Abdichtung selbst findet auf der anderen Seite statt und auf dieser Seite. Diese Mutter sorgt nur dafür, dass das Gewinde hier rausguckt. Weiter geht's jetzt unten mit dieser Kabelführung und Hydraulikführung. Let's go!